Herzlich willkommen zu diesem Teil des Anlasses, dem sogenannten Witness Roundtable, haben wir den genannt mit Zeitzeugen. Wir haben 5 Zeitzeugen eingeladen. Im Fokus steht jetzt die Situation in der Schweiz. Fast weniger mit dem Ansatz, das zu analysieren und einzuordnen, als vielmehr nachzufragen bei den einzelnen konkreten Situationen, wie das war oder wie es vielleicht aus heutiger Perspektive beschrieben wird, wie das damals war oder dort war. So. Genau. Und weil es um diese konkreten Situationen und Konstellationen geht, haben wir ganz vereinzelt bloß auch, jetzt bin ich irritiert, weil das da weg ist, aber das hat wahrscheinlich, haben wir vereinzelte Dokumente aus diesen, so, also aus, die allesamt auch auf diesen Inseln irgendwo montiert sind, eingebunden in die Diskussion, um sozusagen auch zum Teil ein bisschen sehr schnell anschaulich zu machen, worum es geht oder worüber wir gerade reden. Zum Ablauf, wir würden ganz, ganz kurz in aller Kürze, Pablo und ich, die sogenannten Zeitzeugen, die ihr jetzt hier sozusagen sind oder die ihr vertretet, vorstellen. Wir haben natürlich eine Reihe von Überlegungen und Fragen uns aufgeschrieben, würden die entsprechend natürlich auch stellen. Wir möchten aber eigentlich von Anbeginn an euch einladen, mitzudiskutieren. Und nicht zu denken, dass das, obwohl das jetzt so inszeniert ist wie eine Ausstellung, dass das so funktionieren muss. Also jederzeit, wenn ihr einen Kommentar habt oder wenn es Dinge gibt, wo ihr mehr wissen wollt, weil ihr vielleicht über die spezifische Situation nicht unbedingt informiert seid, meldet euch, wir sehen es und wir reichen ein Mikrofon runter. Gut. Dann würde ich vorschlagen, beginnen wir und die Vorstellungsrunde beginnt. Genau. Pablo, mit der Vorstellung von? Von Lisa Fuchs. Genau, also Lisa Fuchs, ganz zu äußert hier zu meiner Linken, lebt in Luzern, ist Kunstvermittlerin, Kulturproduzentin und im Bereich der Kulturpolitik aktiv oder tätig. Sie ist insbesondere hier, also aus zwei Gründen. Erstens war sie Mitbegründerin der Galerie OT in Luzern. Das war 1988 und hat den auch mitbetrieben. Dann es gab so Fusionen und Namensänderungen bis 2016 und den Raum gibt es auch heute noch. Also, und sie war Geschäftsführerin, Geschäftsleiterin von der IG Kultur Luzern, dann Studienleiterin, also Co-Studienleiterin des Masterprogramms Kulturmanagement an der Universität Basel. Und seit 2015 ist sie stellvertretende Leiterin der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich. Und diese Doppelrolle, also einerseits aus einem Off-Space, oder selbstorganisierten Kunstraum, der Wechsel zur Kulturförderung und auch, sie war beratend tätig für Kulturleitbilder, für die Entwicklung von Kulturleitbildern, insbesondere im Kanton Zürich. Das war unser Interesse, auch sie hier zu haben. Dann Chris, also ich mache jetzt auch mal so die Runde. Chris Regen aus Basel ist Künstlerin, Kuratorin und Veranstalterin. Sie war in zahlreichen selbstorganisierten kollaborativen Projekten aktiv. Also sie, insbesondere in Hamburg hat sie 1979 ein Archiv und Netzwerk mit aufgebaut, was mit Frauen, Medien und Kunst auf das spezialisiert ist, also Bildwechsel, und das auch lange mitbetreut. Dann 1999 kam Chris über ein Gästeatelier in den Kaskadenkondensator in Basel und dort ist sie auch hängen geblieben, ist sie auch heute noch und leitet den Raum und macht da das künstliche Programm. Genau, und ist als Künstlerin eben in unterschiedlichen, also vor allem Performance-Kunst hat sie viel gemacht, aber so unterschiedliche Medien. Gut, ah so, ja. auf der anderen Seite von Pablo sitzt Jérôme Massach. Er ist aus Genf und hat wie zahlreiche früher
genannte oder eingeführte Personen ebenfalls diverse Rollen, die er nennt, um sich zu definieren. Künstler, Kurator, Grafiker und Kulturaktivist. Er hat diverse in diversen unterschiedlichen Künstlerinitiativen mitgewirkt, beziehungsweise sie mitgegründet. Eine davon, und ich glaube, das ist auch die erste, war Klatt, eine Künstlergruppe, die nach seinen Angaben nicht mehr sehr aktiv ist mittlerweile, aber es gibt, glaube ich, eine Menge Nachfolgeprojekte. Er hat in der Funktion als Gruppe auch den Offspace, der in der Usine in Genf situiert ist, FOCHT, geleitet. Und war später dann auch relativ lange Zeit Präsident des Komitees dieses Raums. Ich glaube, im heutigen Kontext wichtig zu erwähnen aus meiner Perspektive ist, dass er Mitbegründer ist der, das ist gemein. Ich möchte ganz gerne, möchte ich jetzt etwas zeigen. Doch, hier, voilà. Der Union d'Espace Culturel Autogéré, die wurde, hier eine Petition, die diese Union, wie sagt man, eingereicht hat. Und zwar gegründet wurde diese Union im Jahr 2015. Dazu kommen wir, glaube ich, später noch. Und er ist auch Mitorganisator der Biennale d'Espace d'Art Indépendant, die im selben Jahr 2015 und 2017 in Genf auf dem großen, prominenten Platz mitten in der Stadt, auf dem Plein Palais, stattgefunden hat. Ah, genau, dann bin ich immer noch dran. Als nächstes ist es Noah Stolz. Er ist im Tessin aktiv. Auch er, mehrere... Aber du kommst aus dem Tessin, oder? Ich komme aus Tessin. Aber ich habe gesagt, du bist im Tessin. Okay. Aber du warst auch im Tessin aktiv. Ich war. Okay. Ui, ui, ui. Hi, jetzt haben wir gerungen. Also, als Kurator, Produzent von Künstlerfilmen und auch als Kritiker, dabei unter anderem für das Kunstbulletin. Und eben 2003, deswegen komme ich ja auf das Tessin, den Raum La Rada im Tessin gegründet. Dass, wenn ich das richtig überblicke, ich kenne die Situation im Tessin nicht à fond, ist das einer der ersten dieser Räume, die es gab im Tessin. Es gab schon Centro d'Arte Contemporanea. Ja, genau, genau. Aber das ist eigentlich eher quasi Kunsthalle ungefähr. Okay. Dann war er, und das finde ich auch, denke ich, wird heute noch zum Thema, 2009 bis 2016 in der Eidgenössischen Kunstkommission. Das umfasst just auch diese Periode, in der die Kunstkommission entschieden hat, die Preise für die Kunsträume abzuschaffen. Da werden wir auf alle Fälle nachfragen. Und seit 2014... hast du ein Projekt, das den Titel trägt Stella Maris und das komplett anders funktioniert, das, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem als Archiv und Plattform auf dem Netz auftritt, als Identität. So, gut. Genau, und dann die letzte Person hier bei uns, Andreas Niederhäuser. Aus Zürich ist Künstler, Kurator und Kulturproduzent, würde ich sagen. Er war Mitinitiant und Co-Leiter vom Kunsthaus Oerlikon, das 1986 gegründet wurde und 10 Jahre lief, also bis 1996. Und er hat auch das Kunsthaus Aussersiel in Zürich, also die Initiative, die sich für neue Kunsträume einsetzt, also fast kulturpolitische Anliegen auch verfolgte und unterschiedliche Projekte in Zwischennutzungen realisiert hat, mitgegründet und ist im Vorstand und hat als Künstler auch eine rege, also aktiv in der selbstorganisierten Szene stellt er aus. Also, und genau, das so als Einführung vielleicht zu den Personen. Dann könnten wir vielleicht einsteigen, würde ich gerne mit, wo wir begonnen haben, mit Lisa. Und interessant war beim, also jetzt noch so, also ihr könnt euch jederzeit auch die Leute im Podium sich involvieren in Diskussionen oder
auch Rückfragen stellen, also so eine, im besten Fall eine Gesprächssituation gibt. Beim OT, bei der Galerie OT, wie das ganz am Anfang hieß, war so ein Anliegen unter anderem, dass man Künstlerinnen fördern möchte, also spezifisch weibliche weibliche Künstler oder Künstlerinnen. Genau. Und also in dem Sinne war es als Raum selbst schon ein kulturpolitisches Projekt, sozusagen, kann man sagen. Und gleichzeitig habt ihr mit gezielten Aktionen auch die Förderpolitik kritisiert. Also es gab so einen Preiselbeerpreis, hieß das, der im Rahmen, also an der Jahresausstellung in Luzern, wurde jeweils ein Preis vergeben. Der war, ich weiß nicht genau, wie der Betrag war, also der offizielle Preis sozusagen, aber es war so tief bestückt, dass dann die Leute um die Galerie OT sich entschieden haben, selber einen Preis zu lancieren, um die Absurdität, so, ich glaube 2000 Franken war dieser der offizielle Preis. Und um das zu kritisieren, also was für eine Art, also wie wenig Geld das für die Kunst da ist. Also aber das so als ein Beispiel, wie so doppelt schon zu Beginn diese Galerie OT eigentlich ein kulturpolitisches Anliegen schon im Raum selbst oder in dieser Praxis drin lag und das sich eigentlich bis heute begleitet. Und die Frage wäre, einerseits, warum war das wichtig? Also in den damals, das also 88, wo es gegründet wurde, und auch inwiefern, dass es, also interessant war auch im Laufe des Forschungsprojekts, dass immer wieder die Beobachtung, dass man nicht gezielt auf lokale Kontexte oder Konstellationen reagierte, ob das irgendwie etwas lokales Phänomen war wie, also ob zum Beispiel auch andere, ob ihr Kontakt war mit anderen Künstlerräumen, die gezielt so kulturpolitisch gearbeitet haben in der damaligen Zeit, oder? Also das waren jetzt viele Fragen. Auf einmal, ich möchte vielleicht schnell zum Preis noch etwas sagen. Das war damals der Preis der Zentralschweizer Kantone, also ein richtiges Ding. Die haben einen Preis von 3.000 Franken verliehen im Rahmen der Jahresausstellung. Und wir fanden das beschämend und haben gesagt, okay, die einzige Möglichkeit, auf einen solchen Irrsinn zu reagieren, ist mit etwas Charme und Humor und etwas Bissigkeit. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einfach dasselbe auch, nennen es Preis Preiselbeere, vergeben auch einen Preis, auch von 3.000 Franken. Das haben wir dann gemacht. Wir haben es 2 Jahre gemacht. Danach wurde der Preis erhöht. Heute ist er, glaube ich, 10.000 oder 12.000 Franken. So, das war die Geschichte. Und ich glaube, solche Dinge, dass so etwas heute oder damals funktioniert hat, das war schon ein großartiges Erlebnis. Und jetzt vielleicht noch einfach so zum Umfeld der 80er Jahre. Der Deutsche Kulturrat hat eine Studie in Auftrag gegeben und da geht es um Frauen in Kultur und Medien. Diese Studie ist im letzten Jahr erschienen und da geht es um die Beteiligung von Frauen in Kunst und Kultur. Und im Vorwort schreibt der Olaf Zimmermann, und das kam ja eben letzthin in die Hände, der ist der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, und der schreibt da: Als ich Anfang der 80er Jahre bei einem bekannten Kunsthändler meine ersten beruflichen Schritte tat, vertrat dieser keine Frauen in seinem Programm. Er war der festen Auffassung, dass Frauen keine guten Künstlerinnen seien könnten und hielt mit dieser Auffassung auch überhaupt nicht zurück. Ich denke, das ist wichtig, sich dies vor Augen zu führen. Das war so die Temperatur in den 80er Jahren. Und wir haben damals diesen Kunstraum eröffnet. Er hieß nie Galerie. Das war von Anfang an ein klarer Entscheid. Er hieß immer Ausstellungsraum OT. Das war uns ganz wichtig. Das war eigentlich schon das erste politische Statement. Das zweite war eben dieses, dass wir sagen, okay,
Wir machen einfach so die umgekehrte Situation, wie sie in Galerien, Museen und Kunsthallen passiert. Wir zeigen 80% Frauen und vielleicht 20% Männer. Und wir wollten, eigentlich war es so eine Bauchgeschichte, aber man wird dann sehr schnell durch das Umfeld politisiert. Wir wollten Spaß haben, wir wollten tolle Kunst zeigen und wir wollten Produktionsbedingungen schaffen in einem Ausstellungsraum, der etwas aufnimmt aus dem Atelier. Also wir haben so einen Ausstellungsrhythmus von 2 Monaten gehabt und es ging darum, dass quasi die eingeladenen Künstlerinnen und Künstler 1 Monat im Ausstellungsraum arbeiten konnten und danach die Ausstellung eröffnet wurde. Und wir haben damals diese Geschichte mit den Frauen, die haben wir formuliert. Darüber haben wir lange nachgedacht. Machen wir es einfach oder sprechen wir darüber? Wir haben uns entschieden, darüber zu sprechen und das wurde dann wirklich zu einem Politikum. Es ist dann lange, das ist die Frauengalerie, da gehen wir nicht hin. Das hat sich dann aber so über die Jahre etwas beruhigt und gelegt. Und ich glaube, es ist so wie so die Frage mit dem Huhn und dem Ei. Also es war dieser Entscheid, es zu tun und auch darüber zu sprechen. Und daraus entstand letztlich diese Politisierung. Meiner Ansicht nach, jetzt so in der Retrospektive, ist es wechselwirkend. Habt ihr, wenn ich würde einfach gerne noch ein bisschen nachfragen, du hast gesagt, da geht man nicht hin. Also das war quasi, das war eine Stigmatisierung. Weil ich, nur um vielleicht das ein anderes Beispiel zu geben, das muss, was weiß ich, wahrscheinlich 15 oder 20 Jahre später sein, weiß ich, als Bernhard Viehbichler einmal eine Weihnachtsausstellung in der Kunsthalle kuratiert hat und quasi ein bisschen aus Zufall, muss man sagen, auch nur Frauen ausgestellt hat. Sein Argument war dann schon, das war einfach die bessere Kunst. Also insofern Zufall. Sehr gut. Und das wurde, und das wurde aber natürlich, das kam sofort in eine relativ... Das mag an all den Umständen liegen, aber er hatte eine gute Presse und hatte viel Presse, insbesondere mit diesem Hinweis drin. War das bei euch gerade umgekehrt? Zu Beginn war es mit Sicherheit umgekehrt. Ja, genau. Also das wurde einfach so zu einem Label, das wir eigentlich gar nicht wollten. Also wir wollten es einfach machen, aber es war klar, man muss darüber sprechen, es zum Thema machen. Und wir wollten nicht in diese Ecke abgeschoben werden. Das war uns so ein Anliegen. Zu Beginn wurden wir das, ja, das ist wirklich passiert. Und ich finde schon, also was ich da vorgelesen habe, das ist einfach so dieser Gruf aus dieser Zeit. Das war eine Realität. Wir haben dann später auch noch andere Aktionen gemacht in diesem Kontext. Ja, genau. Das, also eine Gegen, was war das? Eine Gegen... Eine Gegenveranstaltung war das ja für zu den Produktionsbedingungen. Ja. Der Beruf Künstler war irgendwie die Kunsthochschule hat so eine Podiumsdiskussion dazu veranstaltet und es gab wie so eine Gegenveranstaltung, Beruf Künstlerin. Also was uns geärgert hat bei dieser Podiumsveranstaltung, die war super, das Thema war super, die Fragestellung war interessant und letztlich waren auch die Leute, die geladen wurden, interessant, aber es waren nur Männer. Und dann haben wir gesagt, okay, so geht es einfach nicht. Da wird nur über die Hälfte der Beteiligten gesprochen. Und dann haben wir die Leute aufgefordert, hinzugehen und einfach am Rand stehen zu bleiben. Es war simpel. Ja. Aber sehr effektiv. Sehr. Das heißt, was muss ich mir darunter vorstellen? Es war eine Riesendiskussion, was jetzt da passiert. Und ich glaube wirklich, also der das veranstaltet hat, war Peter Stobbe, also ein guter Freund von mir. Wir haben nächtelang darüber gesprochen, wieso ihm das passiert ist. Oder? Das war genau die Geschichte. Und ich glaube, es ist ihm danach nie mehr passiert. Also, und ich glaube, so, es war so einfach, ein Statement zu sagen, nein, so bitte nicht. Ist das, inwiefern ist das jetzt, in deiner Tätigkeit jetzt ein Thema? Also ich habe gerade gesagt, ich habe diese Studie bestellt und ich denke, es beschäftigt die Kulturförderung sehr, diese Gender-Geschichte.
Kannst du es noch ein bisschen... Also gibt es konkrete, ganz konkrete Momente, wo du denkst, so hier? Also so wie in der Filmförderung, da gab es jüngst einen Skandal hier in der Schweiz, in der genau. Filmförderung, dass Frauen wirklich zum massivsten, also massivst weniger genau. Fördergelder erhalten. Genau. Ich vermute schon, in der bildenden Kunst ist das nicht so... Also es ist nicht so eklatant wie jetzt im Film, überhaupt nicht. Aber es gibt auch da nach wie vor eine große Differenz. Vor allem einerseits, wenn es um Preise geht und Auszeichnungen, andererseits aber auch, wenn es um Ankäufe geht, da gibt es immer noch diesen großen Gap. Und damit müssen wir arbeiten. Wir müssen irgendwie einen Umgang finden, dass wir das irgendwie ausbalancieren können, ohne in diese Quotengeschichte zu kommen. Also das wäre ja dann nicht, was wir wollen. Gut. Ich schaue zwischendurch, schaue ich so ein bisschen hier raus, in der Hoffnung, irgendwo mal so eine Hand oder sowas zu sehen. Mit dem Mikrofon bin ich das ein bisschen auf Zeichen angewiesen, aber ich würde sofort reagieren, wenn mir jemand ein Zeichen gibt. Jerome, du bist auch politisch aktiv, sehr aktiv. Also wenn ich deine Biografie ansehe, aber da vielleicht musst du mich korrigieren, habe ich den Eindruck, dass es eigentlich eine Politisierung gegeben hat in deinen Aktivitäten. Ich lese das so, aber du musst mich korrigieren. Genau. Und also zum einen mit deinem Engagement in dieser Union. Ah, sehr schön. Noah macht sich, stellt sich auch schon auf. Zum einen mit dieser hauptsächlich würde ich mal denken, mit dieser Union, die ja reagiert hat auf eine Situation, und darauf möchte ich vielleicht auch ein bisschen hinaus, die ja sehr spezifisch auf die Genfer Konstellation oder auf die Genfer Situation reagiert. Kannst du vielleicht, das sind jetzt zwei ein bisschen größere Geschichten, aber vielleicht kannst du darauf ein bisschen reagieren. Also lese ich dich da falsch? Würdest du sagen, nee, das ist nur eine bestimmte Form des politischen oder kulturpolitischen Ausdrucks sozusagen, die immer schon da war und was diese Genfer Situation auch noch so spezifisch macht? Non, je ne sais pas si j'ai un, si, comment dire, quelque chose de plus politisé, mais indépendamment de la pratique artistique de Klatt, pendant 20 ans cette année, il y a eu un engagement effectivement pour les conditions d'existence de la culture. Donc finalement, c'est simplement un travail artistique, mais qui dépasse le cadre de la production artistique pour se préoccuper de la... des conditions d'existence, de la structure, de la sphère culturelle, de structure pour les artistes pour pouvoir travailler, monter des lieux. Enfin, vous l'avez cité sans le citer, mais effectivement, avec Klatt, on a géré Ford en 1998. On était tout jeune, on avait 22 ans et on a eu ce mandat de gérer un espace d'art indépendant à l'usine à Genève. Après, avec Klatt, on a décidé de rouvrir deux espaces d'art indépendants sans subvention absolument. Ford était subventionné, donc si on pourra ouvrir le débat sur est-ce que les espaces d'art indépendants doivent être subventionnés ou pas. Nous, après, on a pris la décision zéro money, aucun argent public, on se débrouille, on vend des bières, on fait ça à l'arrache, comme on dit en français, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça. Et oui, il y a effectivement, moi personnellement et avec Klatt, des engagements politiques à Genève, au-delà de nos pratiques artistiques. L'UECA, c'est un peu vieux, hein, c'est 2008, c'est effectivement un peu ancien, ça fait 9 ans cette année, l'Union des espaces culturels autogérés, qui répondait simplement à la disparition de ces espaces culturels autogérés à Genève, puisque les autorités et les milieux immobiliers étaient en train de rendre indisponibles tous les locaux disponibles, en changeant les lois, en changeant l'approche vis-à-vis des lieux temporaires. Enfin, Genève, pour ceux qui ne connaissent pas bien, peut-être, a été une des villes les plus squattées d'Europe en proportion du nombre d'habitants, donc il y avait un champ de possibles, d'opportunités qui était absolument phénoménal. En gros, moi je me rappelle, on était jeunes, on disait ouais, je vais ouvrir un lieu, on disait bah, tiens, il y en a un là, et hop, on ouvrait un lieu et puis on faisait des trucs.
Donc ça, ça, effectivement, en 2008, on a créé cette union avec la velléité d'interpeller en fait, les pouvoirs publics sur la disparition de cette scène culturelle, en disant, OK, les milieux immobiliers sont en train de gagner, mais qu'est-ce qui va advenir des contenus culturels ? Et ça, c'est de votre ressort, puisque selon la Constitution, vous êtes garant de la défense de la diversité culturelle. Donc, j'entends par là diversité culturelle, donc ce n'est pas que les musées ou les institutions officielles, entre guillemets, mais garant d'une diversité totale dans la culture. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour transposer les contenus ? Qu'est-ce que vous proposez pour transposer les propositions culturelles ou pour garantir la survie d'une vie culturelle qui ne soit pas institutionnelle et qui ne soit pas celle du marché ? Alors, évidemment, ils n'avaient pas de solution. Donc, nous, on a essayé de venir avec des solutions. Il y a eu cette pétition qui avait recueilli, je ne sais plus, 20 000 signatures, je crois, donner des espaces à la culture, qui n'a pas donné grand-chose, de l'intérêt de la part des politiciens, mais pas grand-chose. Oui, deux immeubles pour transposer les activités qui existaient dans un squat géant au centre-ville qui s'appelait Artemis, qui rassemblait à peu près 300 personnes, où il y avait des bars, des espaces d'expo, des ateliers d'artistes, etc. Donc oui, une des victoires de l'UECA, c'est d'avoir réussi à obtenir un immeuble de la ville de Genève, un immeuble de l'État de Genève, de monter des structures associatives pour payer des loyers, donc pour participer, s'institutionnaliser pour permettre la survivance d'un certain nombre de contenus. Est-ce que c'est Artemis ? C'est celui-là ? In Acacia, mais je ne dis pas Artemis, c'est un autre. Non, ça c'est la gravière. Ouais, ça a pris quelques années de plus pour que le lieu qui existe encore aujourd'hui, la gravière, voit le jour dans des bâtiments qui étaient vides. Donc on a fait le travail, on a identifié ce qui était vide parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils avaient de vide. On a fabriqué les structures associatives et financières pour qu'ils acceptent de nous les mettre à disposition. Mais voilà, comme je dis, c'est assez ancien, parce qu'en fait, quand vous avez dit 2015 avant, en 2015, on a fondé une coopérative à Genève d'artistes et d'acteurs culturels en disant, si on continue d'attendre sur les autorités, il ne se passera rien, donc fédérons les artistes, fédérons les gens des milieux de la culture, des milieux créatifs, des milieux des arts appliqués, montons une coopérative comme on fait des coopératives de logement pour obtenir des bâtiments. Et cette coopérative qui s'appelle Ressources Urbaines, enfin, comme les ressources humaines, mais les ressources urbaines, commence à avoir des locaux temporaires, et puis on a des projets de construction, alors ça c'est pas mon rayon à moi, mais il y a des projets de construction dans 5 à 10 ans d'ateliers d'artistes dans des quartiers en construction, donc on est en train d'arriver à s'imposer comme un acteur de développement de la ville, de développement de l'urbanisme qui sortent du cadre tel qu'il est pensé par les autorités ou pensé par les urbanistes. Et cette coopérative, elle a été montée par des sociologues, des artistes, architectes, mais tous des gens qui ont un lien avec la scène squat et la scène underground. Tu agis là-dedans comme association? La copère. Ouais, tu as dit nous, mais nous c'est qui? Ouais, c'est dit, ouais. Pardon. Je crois que tout le monde a compris. Non, j'ai pas pu. Non, alors je suis désolé. J'ai dit que il a dit nous, mais je ne comprends pas forcément qu'est-ce que c'est nous. Voilà. Ouais, il y a plusieurs nous. Non, le dernier nous en date, c'est le nous qui avons fondé cette coopérative. Qui sont des gens avec qui je travaille, je lutte et je milite depuis de nombreuses années, donc qui étaient aussi des gens qui étaient dans l'UECA, qui étaient aussi des gens qui étaient dans d'autres structures, dans d'autres mouvements à Genève, y compris dans un mouvement qui date de l'année dernière qui s'appelle la Culture Lutte, qui a réussi à faire annuler des coupes budgétaires au niveau de la ville. On a porté une initiative au niveau municipal pour éviter des coupes de plusieurs millions dans la culture, des coupes linéaires, hein, tout le monde, on coupe à tout le monde,
Et c'est la première fois que les milieux culturels à Genève s'organisent pour déposer un référendum et gagnent le référendum. C'était l'année dernière. Par contre, cette année, comme ça je finis la petite histoire, la droite a bloqué le budget 2017, donc il n'y a pas de budget à la ville de Genève en 2017. C'était le seul outil qu'ils pouvaient avoir pour contrecarrer le fait qu'on avait combattu par référendum leur coupe dans la culture, c'est qu'ils ont bloqué le budget. Ça veut dire que tous les lieux subventionnés reçoivent 1/12 de leur budget annuel chaque mois, tant que le budget n'est pas voté. Mais ils votent la semaine prochaine. Donc, la ville de Genève aura peut-être un budget la semaine prochaine. Darf ich vielleicht dennoch kurz noch weiter nachfragen, weil es gibt diese im Zuge unserer Recherchen eben auch, sind wir eben dann auf diese Fondation pour la promotion de lieux pour la culture émergente gestoßen, die ja unter anderem auch von der Stadt mit betreut und finanziert wird, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Wir sind im Zuge der Recherchen, bin ich besonders darauf, oder fand ich das eine besondere Initiative im Schweizer Kontext betrachtet, weil Sie zum einen zusammen mit der Christoph Merian Stiftung, Stand der Recherchen bis jetzt, eine der wenigen ist, die dezidiert sagt, dass sie Strukturen fördern. Also dass sie nicht fördern im Sinne einer Projektlogik, nicht fördern im Sinne einer Preislogik oder Ausstellungen oder was auch immer, also sozusagen dort an einem anderen Punkt ansetzen. Wie ist diese Initiative? Wir haben, oder ich möchte es noch an einen anderen, eine andere, wie soll man, Information, die wir heute gekriegt haben, anknüpfen. Ist diese Initiative vergleichbar mit den Initiativen, die wir gehört haben von Paris? Und hat das mit dieser was in dem Zusammenhang erwähnt wurde, diese Konkurrenzsituation, die zum Teil verschärft wurde, ist das vergleichbar? Gibt es sowas? Aufgrund dieser Unterstützung? Non, je crois que c'est un peu différent que ce qu'on a évoqué tout à l'heure à propos de Paris. Mais c'est intéressant que vous parliez de la Fondation pour la promotion des lieux pour la culture émergente. Bonne chance à la traduction. Qui est effectivement, je ne crois pas que la ville mette d'argent dans cette fondation. En fait, c'est l'argent de Rolex. C'est la fondation Hans Wilsdorf qui balance des millions. Non, mais en fait, il ne faudrait pas que je vous parle de ça parce que je suis... Non, non. Moi, je vais essayer de faire très vite. Quand on a négocié après Artemis pour avoir des bâtiments avec les autorités, l'État ne voulait pas entrer en matière. La ville était d'accord de perdre de l'argent pour la culture. L'État disait, on met 0 franc pour reloger les activités. Mais le conseiller d'État a dit, je connais quelqu'un qui a de l'argent. Et il est revenu à la réunion suivante en disant, j'ai une fondation qui peut mettre 6 millions pour financer un bâtiment pour la culture alternative. C'est Rolex. Alors évidemment, on ne peut pas faire une subvention à l'État avec des fonds privés. Donc on fabrique des fondations de droit privé, donc pas de droit public, ça doit passer devant le législatif, mais une fondation de droit privé pour entériner, entre guillemets, une subvention privée à l'État pour qu'il mette à disposition un bâtiment en dessous des coûts qu'il attend au milieu alternatif. Très intéressant, la FPLCE. C'est vraiment un cas d'école de ce genre de choses. Alors après, ils ont dû fabriquer une raison d'être. Et la raison d'être, c'était nous allons être une fondation pour la promotion des lieux, pour la culture émergente. Alors déjà, je ne suis pas d'accord du tout avec le terme émergent, mais ça, c'est encore une autre discussion. Parce que moi, j'ai émergé depuis longtemps, mais j'estime que je ne rentre pas dans ces critères, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs. Et donc, oui, la FPLCA, c'est un outil qui n'est pas inutile. Il donne bien de l'argent à des projets pour des réhabilitations de locaux, etc. Dans le panorama actuel de la réalité immobilière à Genève, c'est un outil qui est vraiment intéressant. Il n'y a pas à dire le contraire. Par contre, son histoire, elle est un peu douteuse. Elle est un peu étrange, surtout qu'avec l'UECA,
ont nous, un autre nous, nous a demandé de siéger dans cette fondation quand ils l'ont fondée. Et on a dit non, il n'en est pas question. Il n'en est surtout pas question parce qu'on a peur que ça devienne le guichet pour toutes les demandes à l'État en ce qui concerne la culture dans les prochaines années. Et on nous a dit non, 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 ça n'arrivera jamais. Et c'est ce qui est arrivé. Et donc l'UECR n'a jamais siégé dans la... elle ne siégera jamais dans la FPLCE. Et l'UECR n'existe plus vraiment d'ailleurs, l'Union des espaces culturels autogérés. Ça s'est dissous par dissolution, comment dire, de fait, comme ça. Also wie vielleicht jetzt an Andreas. Also wir haben jetzt über die Kulturpolitik gesprochen oder wie Kunsträume sich aktiv in diese Diskussion einbringen. Und also das Kunsthaus Außerziel hat ja zum Ziel, dass am Helvetiaplatz, wie heißt es schon wieder? Amtshaus. Genau, also das Amtshaus war ja ein Leerstand und das wollten Sie ein Kulturzentrum oder... Es war so der Anlass, das in ein Kunsthaus Außersiel eben umzunutzen, mit Atelierräumen, aber auch Veranstaltungsräumen, also vor allem auch Produktionsräume war, glaube ich, die Idee. Und daraus wurde dann nichts, aber die Aktivitäten blieben bestehen, also der Verein blieb weiter bestehen und es wurden dann Veranstaltungen durchgeführt zu kulturpolitischen Fragen, aber auch Ausstellungsprojekte, Partys wurden organisiert, also so sehr unterschiedliche Aktivitäten, die dann folgten. Also meine Frage an dich oder auch jetzt an die anderen Beispiele, die wir gehört haben von Leuten, die sich in der Selbstorganisation aktiv sind, aber gleichzeitig das als Teil eines kulturpolitischen Engagements sehen, ist die Frage, inwiefern dass da auch eine andere Art von Politik etabliert wird in solchen Strukturen und solchen Zusammenhängen. Also uns ist einfach einerseits auch aufgefallen, dass die Formen, wie sich diese kulturpolitischen Aktivitäten der selbstorganisierten Szene artikulieren, sehr konform im gewissen Sinn sind oder parlamentarisch, kann man sagen, also mit Petitionen oder dann... genau, also die 100 Räume war auch eine Petition. Also einfach inwiefern, dass eine andere Art von Politik oder eine andere Art von Sozialität da auch etabliert wird, was ich denke, was beim Kunsthaus Außerziel durchaus auch ein Moment ist, dass es ein Arbeitszusammenhang oder ein Solidaritätsnetzwerk sozusagen fast bildet. Ja, wir hatten die Idee, das Amtshaus zu einem Kulturhaus, zu einem Kunsthaus umzufunktionieren. Das Sozialamt war sehr lange dort und das ist dann ausgezogen und die Stadt Zürich wusste nicht, was mit diesem Haus zu tun ist. Das war vor 10 Jahren und da gab es eine Initiativgruppe und die fand, man sollte an diesem Ort ein Kunsthaus machen, wo man produzieren kann, wo man das auch präsentieren kann und dann am Schluss diskutieren. Das war eigentlich das Ziel. Und jetzt diese Frage in Bezug auf, also wie gleist man das auf, also politisch, du hast irgendwie so Wörter gebraucht, Petition oder Lobbying zu machen, dann quasi mit der Stadt Zürich. Also das ist ja dann, das Ziel war nicht ein Offspace, sondern wirklich eine Institution zu gründen, die natürlich dann auch von der Stadt mitgetragen wird, vermutlich mit sehr viel Geld. Und da hätte man eigentlich wirklich eben quasi Lobby machen müssen, eben mit Petitionen. Man hätte auch Politiker ins Boot reinnehmen müssen. Wir selber waren aber eine Künstlergruppe, keiner von uns war Politiker und das war eigentlich dann immer dieser Zankapfel in der Gruppe. In dem Moment, wo du dann Lobby machst mit der Stadt, dann verrätst du dich selber mit deiner Kunst, also, oder anders gesagt, du kannst dann keine Kunst mehr machen.
Weil das Netzwerk, wenn du dann irgendwo mit der SVP an einem Tisch sitzen musst und das willst du eigentlich gar nicht, dann findest du eben in dieser Künstlergruppe eben niemanden, der das eben dann übernimmt. Und das war dann lange Zeit im Kunsthaus Außersiel immer wieder Diskussionspunkt und wir kamen dann zum Schluss, nein, wir lassen es sein, es ist die Idee, wir wollen aus dem Amtshaus ein Kunsthaus machen, aber wir selber sind Künstler und wir probieren es über Kunstaktionen, also die PR zu machen über Kunstaktionen. Das mündete dann in eine große Aktion, das war dann das OG9, Langstraße, Lagerstraße, also vis-à-vis von der Ole-Ole-Bar, Europa-Allee am Ende. Und dort bekamen wir von der SBB dann ein Dienstgebäude und konnten dann quasi ein Labor testen für die Zukunft für das Amtshaus. Jetzt noch schnell vorweg, das Amtshaus... aber mit Kunstaktionen ist eben die PR auf einer Seite sehr gut, auf der anderen Seite ist das eben doch sehr schwach politisch. Man muss eben schon Lobby machen, weil die Stadt hat uns dann eingeladen, der Stadtrat, und hat uns dann klipp und klar gesagt, das geht nicht, also wir können das vergessen im Amtshaus. Und ja. Ja, der Grund, weil es gehört der Stadt und damit ist die Miete sehr klein. Und wenn Sie das Amtshaus nicht benutzen könnten als Büroräumlichkeiten, dann müssen Sie teuer Büros dazu mieten. Das war dann die fertig, ja. Aber soweit ich das verstanden habe, war schon die Idee, dass man so eine längerfristige Infrastruktur auch Künstlerinnen ermöglicht, also dass günstige Atelierräume, also die Produktion vor allem auch wichtig war, dass man günstige Räume für die künstliche Produktion zur Verfügung stellen könnte dann. Die Idee war dann in der Gruppe relativ klar, so die älteren Räume, Kunsträume wie die Rote Fabrik und so weiter, das waren ja dann Räume, die Künstler bekamen dann ein Atelier und die blieben dann 10, 12, 25 Jahre. Also die Rote Fabrik hat jetzt das auch gelöst oder sie versucht das zu lösen mit diesen temporären Ateliers, also 2, 3, 5 Jahre. Und das Konzept war dann schon im Amtshaus von unserer Seite drin, weil es ist klar, die Energie geht verloren. Wenn man nicht immer wieder schaut, dass neue Leute dazukommen und wie kann man so eine Struktur organisieren, dass eben ein Haus lebendig bleibt. Das war eigentlich unsere Grundidee. Und es geht auch nicht darum, dass es nur bildende Künstler sind, sondern im Kunsthaus sollen sämtliche Kultursparten vertreten sein, alle Disziplinen. Und inwiefern war das im Kunsthaus Oerlikon, also in den Mitte 80er Jahre bis 90er Jahre, dass damals schon so kulturpolitische Fragen wichtig waren? Oder war das jetzt für deine oder für das Projekt Kunsthaus Oerlikon? Also jetzt in den 80er Jahren, also in Zürich gab es das Kunsthaus Bischofsberger, Kunsthaus Bischofsberger. Elisabeth Kaufmann, da gab es noch 2 andere Galerien, also sehr überschaubar, 5 oder 6 Institutionen, die Kunst zeigten und der Rest in der Stadt Zürich war Brachland. Und das war eher ein Zufall dann in Oerlikon, weil Tivolino war der Spielsalonkönig in der Schweiz und die Spielsalons gingen verboten und Tivolino hatte dann vorigen Raum. Und der Zufall spielt es, wir kannten den Anwalt von Herrn Jeckling, von Tivolino Spielcasinos, war auch in Las Vegas. Und er hatte dann uns in Oerlikon wirklich ein schönes Haus zur Verfügung gestellt. Und wir waren einfach junge Künstler, wir waren 25 und wir wollten einfach Kunst machen.
Und jetzt bekommen wir einfach mehr oder weniger gratis ein dreistöckiges Haus in der Nähe vom Hotel Swiss Hotel International beim Bahnhof Oerlikon. Und dann haben wir angefangen, Kunst zu machen und sind einfach losgegangen. Kulturpolitisch, keine Ahnung. Wir haben einfach Kunst, wie Partys, Kunst. Es gab einfach nichts. Wir hatten keine Referenzen zu dieser Zeit. Wir nannten es auch nicht Offspace, wir waren ein alternatives Kunsthaus. Aber wir waren eigentlich so ein bisschen die Vorgänger, wir waren eigentlich bereits schon ein bisschen Zwischennutzer. Und wir waren dann auch Nomaden. Das Kunsthaus Oerlikon ging dann von Oerlikon an die Langstraße, von der Langstraße ins Seefeld und vom Seefeld dann hinter den Hauptbahnhof. Und das war mehr oder weniger immer dieser Spielcasino-Mensch, der gab uns diese Räume gratis. Und er kam nie schauen. Wir machten, was wir wollten. Es war großartig. Super. Also es war einfach Idealismus. Oder? Wir hatten kein Geld verdient, wir mussten kein Geld reinholen und nichts. Ja, vielleicht noch eine andere. Also ich habe das schon vorhin, als ich so auf die Frage von Infrastruktur, Langfristigkeit anspielte, also so eine Beobachtung, also jetzt auch also bei Sharon, bei diesem Projekt, deutet sich an, dass es darum geht, eher so eine Struktur oder Infrastruktur aufzubauen. Und oft sind Kunsträume auch so Zwischenstadien von also wie Ausbildungsstätten auch für Kuratoren oder für Künstler, die sich ein Netzwerk aufbauen und dann so ein Sprungbrett ist auch so ein Begriff, der in der Kulturpolitik vor allem benutzt wird. Also dass ein Sprungbrett ist für den nächsten Schritt oder so, aber es gibt eben auch die andere Geschichte, dass Leute versuchen, wirklich selbstorganisierte Infrastrukturen aufzubauen, die wirklich so eine Längerfristigkeit anstreben. Und da möchte ich jetzt zu Chris auch rüberschwenken. Sie hat ja eben dieses Archiv einerseits aufgebaut in Hamburg und du warst eigentlich immer, so wie ich das gesehen habe, in selbstorganisierten, kollaborativen Zusammenhängen unterwegs. Und warum eigentlich? Also warum, was ist das Interessante oder das Produktive an dieser Art zu arbeiten? Und ich glaube, das Erste war, dass ich erkannt habe, dass es wirklich möglich ist, was anders zu leben, als ich gedacht habe, was ich überhaupt machen könnte mit meinem ersten Frauenzentrum. Und da war viel Politik und eigentlich gab es viel Kultur- und Kunstfeindlichkeit. Und in dem ganzen Klima war es klar von der Gruppe von Feministinnen, dass wir Künstlerinnen sein müssen, weil das wäre das einzig Mögliche. Und wir haben uns eigentlich programmatisch als Künstlerinnen verstanden und das hat mir sehr weitergeholfen. Und es ging immer um Strukturen. Es ging darum, dass jeder 5 Mark zahlt und dafür haben wir eine Villa gemietet und da waren die Roten Zora-Anhänger genauso wie die christlichen irgendwas. Das war ein Wunder der Zeit und das in Nürnberg alles später passiert ist, hat mir nur zugearbeitet. Und von da an war ich Künstlerin und da war es ja klar, ich muss mich informieren. Und dann war auch klar, ich habe keine Informationen, es gibt diese ganzen Strukturen gar nicht. Man muss alles wieder finden und für mich war eben Archiv und Material einfach so ein Fundus von Möglichkeiten, die andere schon vorgelebt hatten und dadurch was sehr Lebendiges und von einer großen Dringlichkeit. Und so kam sehr schnell zu diesem Archiv und zu einer massiven Struktur, aber eigentlich als gemeinsames Atelier, eben als Panoramablick von Künstlerinnen auf die Welt, sage ich mal so. Und da gab es auch immer natürlich ganz tolle Leute und man konnte viele kennenlernen, man kam ins Gespräch auch mit berühmten Künstlerinnen, die auch kein Geld hatten, obwohl wir alle gedacht haben, die könnten vielleicht gut überleben. Und das war interessant und so kam es auch immer zu Projekten und sehr viel zu Interviews und Gesprächen. Und ich glaube, ohne dieses Miteinanderringen um Worte oder um Räume macht es für mich einfach wenig Sinn, Kunst zu produzieren. Es ist für mich immer so ein Abbringen von mir selbst, von anderen Leuten, von der ganzen Gesellschaft und auch so ein Umformulieren von dem, was ich vorgekaut bekomme. Und das geht eigentlich für mich am besten im Kunstraum.
Und so war ich eigentlich immer ganz stabil glücklich, dass der Kaskadenkondensator zum Beispiel einfach mir Platz gegeben hat, was zu machen. Ich habe gar nicht gespürt, wer den organisiert. Es war nicht eine Überbetreutheit. Und als Sie mich dann gefragt haben, ob ich das mache, habe ich natürlich selbstverständlich ja gesagt. Und ich bin wirklich hängen geblieben, das gebe ich zu. Ich habe vorher immer alles als Künstlerin gemacht. Ich habe die Galerie Helga Breul, die sich mit dem Problem auseinandersetzt, als fruchtbares Feld. Und beim Casco bin ich leicht gescheitert. Also da muss ich jetzt wirklich zugeben, das mache ich nicht mehr nur als Künstlerin, sondern ich bringe einfach die Flaschen weg. Und mache eben alles das und ich schreibe Anträge und ich hole mir immer andere dazu. Und das hilft enorm. Also ohne diese anderen Menschen, ohne diese Turbulenzen, ist es überhaupt nicht zu schaffen, irgendwas zu machen oder auch plötzlich Möglichkeiten zu entdecken, die es vorher gar nicht gab. Es ist, glaube ich, wie, es sind immer Risse in der Wand und die entdeckt man einfach nur in Kollaboration für meinen Geschmack. Also wenn ich, wie, dass es, dann geht es vor allem um eine andere Arbeit, also andere Form von Zusammenarbeit, von Zusammensein, so wie du es jetzt beschreibst. Oder geht es auch um wie eine andere Themen? Also hast du das Gefühl, dass zum Beispiel in selbstorganisierten Zusammenhängen gewisse Inhalte möglich sind, die halt im institutionellen Kontext oder in anderen gesellschaftlichen Bereichen, Kunsthochschulen, wie nicht sichtbar sind und darum braucht es so längerfristige Strukturen oder geht es wirklich um eine andere, also dass eine andere Form von Zusammensein, von Arbeitsteilung, also dass es weniger Arbeitsteilung gibt oder was ist das? Moment, dass es attraktiv macht, sich da die Zeit zu vertun. Das Erste ist, dass ich wirklich wissen möchte, was es noch für Möglichkeiten gibt zu leben, außer denen, die andere mir schon erzählt haben und das weiter formulieren möchte und da, das bezieht alles ein. In Hamburg war die erste Frage, wir müssen uns Strukturen machen, sonst machen uns andere welche. Da gab es einen Medienladen, es ging auch wie bei B-Books um Druck. Es ging darum, was Eigenes herstellen zu können, überhaupt definieren zu können, um was es geht. Oder eben in meinem Frauenzentrum ging es um Sprache. Es geht dann um jeden Bereich. Es ging eigentlich nie um was Alternatives, sondern tatsächlich um eine Dringlichkeit. Und die gibt es, glaube ich, für jeden immer. Und vielleicht, wenn es gerade ganz schlimm ist, dann ist es ein bisschen schwierig, dann wird man wie blockiert, weil man nicht ganz genau weiß, welche Dringlichkeit jetzt die dringendste ist. Ich glaube, dass die Überraschung, dass immer wieder Leute wahnsinnig Freude und Energie kriegen am Zusammenkommen, sich am Aufreiben mit Themen, ob das jetzt bei einer kleinen Ausstellung ist oder bei einer veganen Oper oder beim Performance-Projekt, überhaupt diese geteilte Zeit, deshalb mache ich überhaupt Performance, dass man Raum und Zeit zusammen teilt und was erlebt. Und damit meine ich jetzt kein Event. Ich glaube, es geht tatsächlich um größerflächiges Gestalten, sagt man ja hier, ich weiß gar nicht, ob ich das früher gesagt habe. Und was mir eben sehr Spaß gemacht hat in der Schweiz, also in Nürnberg und Hamburg gab es wirklich sehr viele verschiedene Fronten, sage ich mal, gerade in diesem kulturell-politischen Bereich. Und hier in der Schweiz gab es plötzlich keine Subkultur, ich konnte sie einfach nicht finden und man konnte plötzlich im Museum was machen, die Grenzen sind so verwischt und bis heute geht mir das so. Dass ich eigentlich das als Raum sehe, der noch nicht geschlossen ist. Während alles, was, wenn ich in Hamburg habe ich ein Projekt gemacht, die Schleuse, da ging es um alle Räume in der Uni, die noch nicht jemandem gehört haben. Und danach wurden sie natürlich den Professoren zugesprochen. Es schließt sich schon immer, aber es geht ja tatsächlich immer darum, auf dieser Grenze sich zu bewegen und zu suchen, wo die eigentlich wäre. Und ich glaube, das geht nur im Gemeinsamen. Ich kann mir das alleine nicht ausdenken. Noah, jetzt hattest du lange Zeit, dir zu überlegen, wie du uns die Geschichte mit der Abschaffung des Kunstraumpreises erklären willst. Aber vielleicht, bevor du doch vielleicht zwei, drei Worte dazu sagen kannst,
Kannst du vielleicht auch noch einen Kommentar auf die Schilderung der Situation von Jerome in Genf machen? Ich hatte den Eindruck, dass du zwischendurch, du hast irgendwann dass dir das Mikrofon ergriffen, aber dann gar nicht so viel gesagt, dass du womöglich da noch irgendwie einen Kommentar anfügen möchtest, weil du vielleicht die Situation anders siehst, wie auch immer. Jetzt ist der Moment. D'accord. Ben, je sais pas si je peux dire quelque chose, ajouter quelque chose sur Genève sans dire quelque chose de moi, parce que quand même tout le monde a fait un peu une short biography et je pense que pas tout le monde connaît ma biographie justement. Je suis aussi un cas un peu particulier, je pense, en Suisse, le plus jeune artiste qui a jamais fait partie de la Commission fédérale, mais cela aussi parce que je représente une exception en tant que Tessinois et à cette génération-là, particulièrement. Vous avez parlé avant de Mario Casanova comme d'un grand espace. Effectivement, c'était le seul espace qui était voué à l'art contemporain en Tessin quand j'ai commencé à m'occuper de la RADA. Et puis, ce qui se passait là, c'était que Mario Casanova, c'est quelqu'un qui est très excentrique, qui par contre ne voyage pas beaucoup et qui, à un moment, a eu la chance de rencontrer Giovanni Carmine, qui, pendant quelques années, peut-être deux années, a travaillé chez lui de façon bénévole et qui a quand même fait les plus grandes expos qui ont été faites là-bas. Et qui lui a fait connaître la scène zurichoise en particulier, et aussi celle genevoise. Et voilà que dans ce contexte assez litigieux, très difficile, où Mario Casanova s'était établi un peu, mais il avait aussi commencé à être en colère avec plus ou moins toute la scène suisse, j'arrive au Tessin. Et je dois trouver des moyens pour établir un rapport, pas seulement avec les institutions, mais aussi avec un public. Et on m'offre d'exploiter des espaces très beaux dans une ancienne usine où on construisait des trains au début du siècle dernier. Et puis, je m'engage dans une lutte tout de suite politique. En fait, la RADA existait déjà depuis plus que 10 ans et on me demande de sauver ce qu'il y a à sauver, de sensibiliser les politiciens, de faire des activités qui ont un appel un peu plus, enfin, qui se répandent un peu plus sur la scène, qui ont plus de visibilité ce qu'avait la RADA jusque-là. Et j'organise 3 expositions qui ont un certain succès. La dernière finit pendant le Festival du film. Vous pouvez imaginer, on a eu une fête dans un grand espace. Il y a une demande pendant ces 10 jours de l'année énorme. Tout le monde veut savoir où on peut faire la fête. Et puis, c'était la période un peu décadente où on va dire que Locarno ne donnait plus les espaces, facilement les espaces du Grand Hôtel, où enfin, les politiciens étaient plus réticents à donner la place. Et du coup, on squattait. On commençait en petit, rien à voir avec ce qui se passait à Genève. Mais même, on demandait à des gens de Genève de venir nous aider à trouver des stratégies pour des squats, par exemple, qui duraient le long d'un mois. Et on préparait ce qui a été le Rosita de Barbonne. Voilà donc, c'était un climat très de possibilités inattendues qui m'accueillaient. Et en même temps, à un niveau politique, c'était le Far West total. Je peux vous dire que le Tessin, à cette époque, c'était recevoir 10 000 francs, si tout va bien, pour toute l'activité d'une année, par l'État, hors question de recevoir quelque chose de la ville, hors question d'avoir d'autres financements qui venaient. Donc il fallait tout inventer. Et nous, on vivait beaucoup en fonction du festival, évidemment, parce que c'était le moment où Locarno devenait quelque chose d'international. Puis d'autre côté, moi, j'ai étudié en Italie, alors toute l'importance
toutes mes stratégies allaient dans la direction de aussi amener une scène italienne qui était très intéressée à ce qui se passe en Suisse, mais qui ne trouvait pas la Suisse très imperméable. Alors je vous raconte une micro-histoire, une anecdote d'un ami qui a été invité par Kirchmann à faire une exposition à Zurich. Et on lui demande, mais bon, vous avez une sorte de pro-Helvetia, j'imagine, en Italie. Puis lui, il a dit, ah non, non, nous, on a la Pro Fate Vobis, qui est une fondation pas très connue, mais c'est la seule chose qu'on a. Puis Kirchmann, il se demande, qu'est-ce que c'est, cette Pro Fate Vobis? Et puis, voilà, il dit, bon, mais j'ai quand même quelques sous pour toi. Mais si tu peux me donner cette adresse. Puis lui, il a tardé à lui donner l'adresse de cette fondation, jusqu'à ce qu'il s'est fait promettre de la part de Kirchmann qu'il y a 1500 francs du budget. Et au final, il a dit, il a dit que Fate Vobis, c'est son travail, et il a reçu cet argent de Kirchmann, il a fondé une fondation Pro Fate Vobis, qui a comme but unique de amener l'artiste à Zurich et de lui permettre de se payer les frais. Et c'est un peu la situation que j'ai trouvée à Milan. Donc, en Italie, à cette époque, il n'y avait aucunement, mais vraiment encore moins côté sain, la possibilité d'imaginer un espace off sans passer par l'idée de l'occuper. Et l'occupation, par contre, avait d'autres reflets que ceux qu'on pouvait vivre à Genève. On va dire qu'à Genève, il y avait des squats de luxe comparé à beaucoup d'autres villes. Il y avait des gens, moi je me rappelle très bien, je fréquentais souvent Genève et j'aimais beaucoup, mais il faut le dire, il y avait des gens de la télé bien établis qui gagnaient leur salaire sûr. Et puis qui en plus vivait dans un squat, donc il ne payait rien de loyer. Voilà, à Milan, être dans un squat, c'était être prêt à affronter la police tous les jours, c'était vraiment être de l'autre côté. Donc ça, c'était quelque part quelque chose qui était bien dans ma tête. Et la situation que... Enfin, j'explique ça parce que... Pour dire aussi que les artistes italiens étaient à cette époque de deux types. Il y avait les artistes qui avaient une famille importante et qui lui permettaient d'étudier et après d'être artiste pendant 10 ans sans gagner absolument rien. Et il y avait des artistes qui faisaient des travaux, qui devaient se maintenir. Comme je n'ai jamais vu en Suisse, parce qu'en Suisse, quand même, il y a tellement de soutien qu'on ne peut presque pas imaginer cela. Il y a les écoles qui nous soutiennent, pendant quelques années. Moi, je dirais, j'ai vu la situation aussi, on revient au prix maintenant. J'ai vu la situation depuis l'autre côté de la barrière. Et je peux dire, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que la plupart des artistes qui ont minimum de visibilité ont accès à une énormité de possibilités de revenus, que ce soit à travers les écoles, que ce soit à travers les prix, que ce soit à travers... Ce n'est jamais assez. Hein. Je ne veux pas dire absolument que c'est un but de diminuer, mais on vit dans une sorte de limbo pendant facilement 10 ans. Et aujourd'hui, ça devient un peu moins parce que tous les prix sont en train de réduire, les fondations, il y a beaucoup, beaucoup plus d'artistes aussi, je pense. Aber vorhin hast du gesagt, also, und das Tessin, ich muss ein bisschen nachfragen, das Tessin, weil du hast gesagt, gleichzeitig im Tessin, ihr hattet 10.000 vom Kanton, stimmt's? Und quand dann, on a 15 ans d'histoire, on commence à avoir 10 000, oui. Eben. Und, jetzt, aber, und du sagst aber generell, in der Schweiz ist es eigentlich das Paradies, oder? Nein. Aber es ist eine gute Situation, verglichen jetzt mit Italien beispielsweise. Und c'est incomparable, c'est vraiment incomparable. Okay. Und das Tessin ist sozusagen in gewisser Weise wie ein bisschen dazwischen.
C'est entre deux, mais il y a plusieurs régions, je pense. Quand j'ai commencé la RADA, en Appenzell, il n'y avait pas un grand soutien. Maintenant, il commence depuis plusieurs années à y avoir des aides. Je pense que Jura, par exemple, il n'y a pas encore beaucoup de soutien. Il y a eu encore des structures qui se sont créées à partir vraiment d'une Kunstverein, on va dire. Aujourd'hui, ça, au Tessin, il y avait Visarte, il y a encore Visarte qui a été pendant très longtemps la seule voix de l'art contemporain, ce qui était déplorable, parce que ce n'est pas un problème avec Visarte que j'ai, mais quand la corporation devient pratiquement le alpha et oméga de toute la situation de l'art, c'est impossible pour les artistes de se renouveler, parce que ça devient une espèce de système d'État. Interessanterweise, wir hatten ja diesen Workshop mit den Förderagenturen, und interessanterweise scheint es so, das wurde mir jetzt sozusagen in gewisser Weise was bestätigt durch einen Zeitungsartikel über die Situation im Aargauischen, worin stand, dass die Produktionsbedingungen eigentlich dort hervorragend sind, bloß die Ausstellungsmöglichkeiten nicht. Und deswegen würden dann doch alle Leute nach Zürich gehen. So. Also das heißt, was du jetzt beschreibst, müsste man wahrscheinlich differenzieren im Sinn von, dass es... Und das war auch eine Rückmeldung, die wir hatten von der Förderinstitution, dass eigentlich außer den wirklich an einer Hand abzuzählenden Ballungszentren, die es gibt in der Schweiz, alle anderen Förderinstitutionen sich wünschen würden, sie hätten mehr Kunstraum, Anfragen von Kunsträumen. Das fand ich doch schon auch nochmal, weil die Diskussion, die Wahrnehmung der Situation sonst ist meines Erachtens eine andere sozusagen. Und vielleicht können wir da jetzt doch nochmal auf diesen Kunstpreis, ich vermute, du willst dich da rausreden? Nee, das ist ein Scherzchen. mit der Eidgenössischen Kunstkommission, das hat ja wirklich zu einer richtigen Aufruhr geführt. Das war ja dann später, die Chart, da war ja eine Reaktion, vielleicht später, aber es war eine Reaktion und auch sogar eine, die ziemlich Wind gemacht hat, würde ich sagen, für den Schweizer Kontext. Also, wie muss ich jetzt mir diese Diskussion vorstellen? Um diesen Kunstpreis. Wurde die überhaupt in der Eidgenössischen, wurde die in der Kommission geführt oder wurde die wo ganz anders geführt? Mais en réalité, vous savez que tout cela est plus simple qu'on peut l'imaginer. En réalité, l'Office de la Culture nous a tout simplement demandé de changer clairement notre but. C'est pas de soutenir la scène, mais de donner des prix. Et puis, quelque part, je peux vraiment, aujourd'hui, on peut en parler avec un peu plus de aise et de tranquillité, mais c'est clair que ce prix, il a cessé d'exister parce que c'était demandé. C'était demandé de spécifiquement donner des prix qui vont soutenir la scène, qui ne vont pas soutenir la scène, mais qui vont créer un label pour le Bundesamt. Le modèle, c'était celui des Oscars. Je pense qu'on a parlé de ça aussi quelques fois, quand on a eu une fenêtre pour en parler. C'est vrai que le Bundesamt a un grand problème, c'est la communication. C'est-à-dire que nous, en tant que commissaire de la Commission fédérale, pratiquement, on n'avait pas la possibilité, sauf si un journaliste vraiment nous interviewait, mais de évoquer ça et d'en parler publiquement, c'était assez rare. Je ne sais pas trop comment vous répondre, parce que c'était vraiment une charte qu'on a eue. On a lutté à tous les niveaux. Par exemple, une idée, c'était qu'il ne doit juste pas y avoir un soutien à la scène. On doit se lever ça de la tête et qu'à travers les prix, par exemple, c'était, moi j'étais très sensible à ça évidemment, en tant que curateur indépendant, en tant que responsable d'un espace off. Et mon idée qui a été la gagnante pour l'instant, était celle de introduire ces 5 000 francs comme nomination.
ce qui a garanti quand même un revenu à tous les artistes qui sont qui ont été pris dans le prix. Et ça, c'est la seule chose que j'ai obtenue dans ce sens. Mon autre cheval de bataille était autour du prix Merit Oppenheim. Je tenais beaucoup au fait que, personnellement, c'était vraiment une des grandes batailles que j'ai menées, d'avoir un prix qui ne représente pas que l'excellence. Et donc, on va dire, représenter l'excellence, évidemment, ça veut dire aussi... naturellement, c'est financer les pouvoirs déjà établis. Et puis, quelque part, chez les artistes, on peut s'imaginer ce que ça veut dire. Chaque année, on trouve le meilleur artiste de Suisse. C'est un peu banal, mais c'est surtout un peu... ça ne donne plus aucun espoir à la scène. Et je tenais beaucoup qu'il y a 5 positions et pas les 3 qu'il y a maintenant. Et puis, on a réussi à maintenir ça pendant quelques années. Et puis, on nous a obligés, forcés de renoncer à ça. Par rapport aux espaces, c'était juste... nous, on s'est opposés tout le temps à cette décision. Mais c'était pratiquement une décision du haut. Darf ich das Mikrofon irgendwo in die Dunkelheit reichen? Sieht irgendwie nicht so aus. Gut, dann fragen wir noch weiter ein bisschen. Ah, okay, ja. Doch, du sollst dich aufdrängen. Ich würde jetzt doch noch mal gerne mein Missverständnis von dem Witness-Whiteness-Panel fragen. Also sozusagen weil es sozusagen kam ja auch kurz heute aus Berlin und anderen Städten vor, sozusagen das ist eine sehr starke Artikulation von Nicht-Majoritären, also vom Pass, von der Herkunft, Migrationshintergrund, Sekundo, keine Ahnung wie, Kanakisch, gibt es ja verschiedene Vokabeln dafür, ob das eine Rolle spielt, sozusagen, weil ich finde es total berechtigt, aber natürlich auch im Vergleich sozusagen ist es ja offensichtlich, dass der Kampf sozusagen, die Genderfrage stärker im Bewusstsein inzwischen ist, politisch, dass es auch institutionalisierter ist. Deswegen meine Frage sozusagen. Wie es damit steht. Und die andere Sache, dass ich immer wieder, und das ist überhaupt nicht mein Sprachgebrauch, Off-Space, ob ihr euch als Off-Space seht oder ob man das anders definiert, weil das sozusagen ja selbst in eine gewisse marginalere Rolle stellt. Also ich denke ja, dass andere irgendwie off sind, also off the record oder off Wichtigkeit oder so, wenn überhaupt. Also das nochmal, aber das ist eine Frage, die sozusagen eher vielleicht nochmal eine Möglichkeit ist, die eigene Position zu dem Rest dieses Kunstuniversums und den Institutionen zu sagen. Was ist sozusagen, was sind die Gegenüber, was sind die Konkurrenten, was ist indiskutabel und so in die Richtung vielleicht die Frage. Aber das ist jetzt nur ein Vorschlag. Bitte. Peut-être moi je réponds en premier puisque j'ai plus d'espace. Depuis 6 ans, on a fermé le dernier espace qu'on gérait, donc je suis loin des off-space. Par contre, je co-organise avec une autre équipe à Genève une biennale des espaces d'art indépendants à Genève qui aura lieu cet été pour la 2e fois, qui était une tentative de soudoyer de l'argent aux autorités pour soutenir par un autre biais cette scène qui survit et s'est posé la question justement de c'est quoi un espace d'art indépendant, c'est quoi un off-space, c'est quoi un espace d'art autogéré. Cette question, ça fait 15 ans que je me la pose, moi je ne l'ai toujours pas résolue. Entre l'importance finalement des définitions, du sens qu'on donne aux mots, d'une alternative vis-à-vis de quoi, d'un off-space mais off de quoi, un espace indépendant mais indépendant de quoi.
sachant que, ben, de toute façon, il y a des. Enfin, pour moi, donc même si je co-gère plus de Offspace aujourd'hui, pour moi, les Offspace font partie d'un écosystème culturel. Ils sont aussi importants que les autres éléments de cet écosystème, que ce soit les institutions, les musées. Pour moi, la culture, c'est un écosystème. Donc, il y a un équilibre qui se trouve entre de différentes sortes de propositions. Et c'est leur coexistence qui garantit finalement un intérêt culturel. Que des institutions, ce n'est pas intéressant. Que des off-space, ce n'est pas intéressant non plus. Et dans ces off-space, se posent aussi plein de questions liées au financement. On a évoqué ça tout à l'heure, qui est une des manières de définir... est-ce qu'on est off, est-ce qu'on n'est pas off, est-ce que l'argent public c'est considéré comme un financement autorisé ou acceptable, est-ce que l'argent privé c'est considéré comme un financement autorisé ou acceptable. Moi je continue à halluciner qu'en Suisse il y a des off-space qui sont sponsorisés par Nestlé, mais ça c'est mes hallucinations personnelles. Pour moi ça continue de me faire hérisser les cheveux sur la tête en disant il y a vraiment un truc que j'ai pas compris du tout, de se faire financer par une des plus grosses transnationales pour faire du off-art. Ok, donc, ouais, argent public, pas d'argent, argent du privé, vente d'alcool, parce que finalement, quand t'as pas du tout d'argent, tu vends des bières, et puis quand tu vends des bières, tu vends de l'alcool, quoi. Et après, on te dit, ouais, c'est un problème de santé publique. Il faudrait que les lieux d'art soient financés parce qu'ils sont obligés de vendre de l'alcool pour survivre. Et c'est un grave problème. Mais je dis, ouais, mais alors, demander de l'argent à la loterie romande, qui est une vraie question de santé publique aussi, puisque c'est des gens qui perdent leur argent au jeu. Et la loterie romande, donc, c'est des gains de tous les jeux d'argent. Alors ça pose moins de problèmes aux gens d'avoir l'argent de la loterie romande que de l'alcool. Je ne sais pas, les positionnements ils sont très divers. Vous avez entendu à peu près le mien, il est très flou. Je vais laisser la parole à d'autres gens autour de cette table s'ils veulent se positionner sur c'est quoi ces espaces d'art indépendants et c'est quoi ces off-space. Ich übernehme gerne. Wir haben ja damals, ich glaube es war 2006 oder 2007, diese erste Konferenz initiiert, zusammen mit, ich glaube deiner Vorgängerin war es, Chris, auch mit dem Casco in Basel. Wir haben Off-Spaces, damals haben wir von freien Ausstellungsräumen gesprochen, eingeladen, um irgendwie herauszufinden, was sind wir, worüber sprechen wir und gibt es irgendwie so etwas wie einen gemeinsamen Nenner, weil wir so in der Luzerner Pampa, kann man sagen, wir hatten großes Bedürfnis, uns darüber zu unterhalten, welches ist die Rolle dieser unabhängigen Ausstellungsräume, welches ist ihre Bedeutung und welches ist ihr Stellenwert innerhalb dieses großen Kunstbetriebs. Wir haben, ich glaube, 2 oder 3 Konferenzen darüber verhandelt, was denn überhaupt ein Offspace ist. Es ist klar, es gibt keine für alle gültige Antwort. Ich glaube, man kann, ja, das ist Christoph Merian, aber vielleicht könnte man off-off mal aufschalten. Off-off, da gibt es einen Versuch, eine Definition, und da würde ich sagen, das wäre dann möglicherweise, es heißt off-off.ch. Ja. Ah ja, sorry. Und ich glaube, es gibt einfach Stichwörter, die eben diese Off-Spaces auszeichnen. Ein Stichwort finde ich eben die Frage nach dem Raum, gibt es den nicht? Die Frage der Unabhängigkeit, damals haben wir darüber diskutiert und gesagt, ja, unabhängig wovon? Die Frage stellt sich logisch. Wir haben gesagt, es geht ja eigentlich um diese Unabhängigkeit letztlich vom Markt. Wir haben über den Markt gesprochen und gesagt, okay, wir sind eigentlich nicht davon abhängig, dass wir jeden Monat für 30.000 Franken Kunst verkaufen. Das heißt aber auch, wir begeben uns in eine neue Abhängigkeit. Entweder ist es Nestlé, es ist die öffentliche Hand, es ist Bier. Letztlich gibt es eine Abhängigkeit, das ist klar. Und dann denke ich, was auch wichtig war, ist irgendwie so ein Commitment, ein Selbstverständnis zur Vermittlung zeitgenössischer Kunst. So, das ganz grob. Also für mich,
zum Runterbrechen, wenn ich in einer Galerie ausstelle, kommerziell oder so, bin ich enttäuscht, wenn ich nichts verkauft habe. Und in einem Offspace, wo man irgendwo zusammen mit 10 Künstlern oder das letzte Mal mit 16 Künstlern irgendwie Strukturen aufbaut, die Räume bespielt und so, das ist für mich selber ein komplett anderes Erlebnis als Künstler. Es ist auf der einen Seite, kann es mit mehreren Leuten zusammen extrem zäh sein, weil jeder ist ein kleiner Diktator, jeder will seine Position nicht verlassen und trotzdem muss man dieses Haus bestellen. Man will am Samstag irgendwas eröffnen, man will irgendwie Bier verkaufen und ein Konzert machen. Und das Schöne, wenn man das dann erreicht, diesen Nenner, und es tatsächlich am Samstag dann aufgeht, das ist ein sehr schönes Erlebnis. Und dieses Erlebnis ist irgendwie nicht aufwägbar wie in der Galerie, wo es eben dann am Schluss bei mir auf jeden Fall auch um das Geld geht. Sondern im Offspace ist es das Zusammenerleben und auch die Rahmenbedingungen sind anders. Das Konzert ist wunderbar und man steht irgendwo am Morgen um 4 immer noch in diesem Raum. Joya. Ich finde es schwierig, wenn wir uns irgendwie in diesen Definitionen verlieren. Und das letzte Votum hat mir jetzt gerade mega klar gezeigt, dass irgendwo passiert so eine ganz seltsame Ideologisierung. Und ich frage mich, also ich meine, der Unterschied zwischen einer Galerie und einem Offspace ist oftmals nicht so groß, denke ich. Also ich meine, es gibt ganz viele Galerien, die auch keine schwarzen Zahlen schreiben. Und vom Moment des zusammen gemeinsam was stemmen und am Samstagabend dann glücklich sein und vielleicht noch ein Bier verkaufen, habe ich ja dann meine Miete auch nicht bezahlt. Ich zehre dann die ganze Nacht von diesem kollektiven Erlebnis, aber naja. Und wenn wir, also wenn man das anfängt so eindeutig zu beschreiben, dann gibt es ganz viele leere Stellen, die man irgendwie, denen man also nicht gerecht wird. Und die oft, also und von wegen Abhängigkeiten, oder? Vorhin ist das mit dem Nestegeld gefallen. Klar, wir nehmen das dann alle dankend an und es ermöglicht teilweise beispielsweise Künstlerinnen Honorare zu bezahlen und da begeben wir uns sowieso wieder in Abhängigkeiten. Und wer sagt dann, dass Nestegeld schlechter oder besser als Mikro-Kulturprozentgeld ist? Also ich finde einfach, wenn wir da so beginnen, in diesen Definitionen zu denken, dann... Also ich vertrete eben quasi eine Position, aber die gilt nur für mich. Meine Erfahrung waren eben, das waren Räume, die waren eben mehr oder weniger gratis oder wir mussten die Unkosten zahlen. Also wir hatten vom Finanziellen keinen Druck. Und das Schöne war, wir konnten uns inhaltlich irgendwie, was ist Kunst, was wollen wir produzieren, was wollen wir machen. Und dort konnten wir uns voll reingeben. Und ich vertrete nur das und das hat mich immer interessiert bei den alternativen Projekten. Sobald es um Nestle geht oder das Mikrokulturprozent und so weiter, das ist so eine Zwischenstation. Da kommt bereits eine Institution dazwischen. Das ist schon Markt für mich. Ja. Also darf ich etwas anfügen? Also ich finde... Es ist extrem wichtig, ohne in die Kategorie zu verfallen. Es gibt für mich große Unterschiede zwischen einem Artist-Run-Space und einem Curators-Run-Space oder ein von Menschen geführten Raum, die sich für bestimmte Themen interessieren. Also das ist das eine. Weil wenn man als Kuratorin, als Ausstellungsmacherin einen Raum betreibt, dann geht es in erster Linie darum, auf dieser Institutionsebene oder eben nicht Institutionsebene, das glanzvolle Scheitern zu ermöglichen. Also, dass man irgendwie Sachen macht, die sonst in einem anderen Rahmen nicht möglich sind. Und das ist eines der erklärten Ziele oder kann eines der erklärten Ziele sein. Und wenn man einen Artist-Run-Space betreibt, geht es zum Teil, so wie du das vorher auch gesagt hast, auch darum, vielleicht eine Plattform für seine eigene Arbeit zu schaffen. Und ich finde, das sind zum Teil über... Diese Grenzen sind auch sehr flu, aber sie sind trotzdem irgendwo da. Das Problem ist, glaube ich, bei dieser Diskussion um die
Geldbeschaffung oder um die Rahmenbeschaffung ist auch, dass die Kulturpolitik hat eigentlich verhältnismäßig spät angefangen, sich mit gewissen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist so, darüber kann Einigkeit herrschen. Und in einigen Städten ist es früher passiert. Und die Frage, ob man finanzielle Mittel für die Schaffung von Produktionsräumen zur Verfügung stellt, also eben Ateliers zum Beispiel, Proberäume oder Räume der Vermittlung, das ist wie für mich nochmal eine ganz andere Frage. Und es gibt natürlich diese Hybride, die hier bei fast allen genannt wurden, aber ich glaube, es ist trotzdem eine andere Diskussion von der politischen Seite her als von der von uns Akteurinnen und Akteuren. Also wir haben in Basel, was das heißt, Summe, und da treffen sich eben unabhängige Kunsträume, Sie sagen oft selbst organisiert, und das sind ganz, ganz unterschiedliche Räume, die ganz verschiedene Ziele haben, die aber gemeinsam festgestellt haben, dass es ihnen um Räume geht, und ihnen geht es auch darum, was hier heute auch ganz oft gefallen ist, sich darum zu kümmern, dass in dieser Stadt Basel was möglich ist, nämlich das, was sie gerne möchten, also die Stadt zu gestalten. Und auch kulturpolitisch aktiv zu werden zusammen, das fand ich interessant. Sonst ist es absolut genauso unterschiedlich. Die einen wollen wie eine bessere Galerie werden ohne Verkauf, die anderen mit Verkauf. Also die anderen sehen es als Sprungbrett. Es ist unglaublich, wie unterschiedlich das ist und jeder Raum, der neu. Es gibt einfach eine gewisse Begeisterung für diese verschiedenen Konzepte, die ich bei manchen gar nicht vermutet hätte. Und es ist so, es ist extrem unterschiedlich und es war immer interessant, darüber zu reden. Es ist auch interessant, wenn man so verschiedene Ansätze hat, gemeinsam zu versuchen, was zu formulieren, was mit der Stadtpolitik zu tun hat. Und ja, ich glaube, das wollte ich nur als Anmerkung. Aber vielleicht so als Anschluss an die Referate von heute. Ah. Je voulais dire encore deux mots, parce que je pense que c'est très passionnant, mais on ne touche pas le point, dans le sens que, bien sûr, il y a des différentes attitudes, et que moi je pense qu'il faut faire il faut pointer un peu sur ce qui a changé entre-temps. Il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui sont établies pour de vrai, et il y a des choses qui n'existent plus. Je disais avant, dans la pause, à quelqu'un qui m'interrogeait un peu sur ce qui devient la RADA et ce qui devient en général les perspectives pour un curateur indépendant aujourd'hui. Et je pense que il y a une forte différence. Il y a eu une époque qui s'est conclue, qui s'est terminée, où on pouvait, par exemple, ouvrir un espace d'art dans des régions plus ou moins entre périphériques et quand même des lieux universitaires comme Fribourg, par exemple. Le Free Art est issu d'une lutte qui a duré des années et des années, mais qui a donné comme point final une Kunsthallee qui est aujourd'hui reconnue en Suisse et à l'étranger. Et dont le fondateur a été le directeur du Centre culturel suisse, etc. etc. On a une tradition qui s'est établie. Aujourd'hui, il y a encore les deux curateurs d'attitude qui sont au Centre culturel suisse. Et je pense que c'est un bel exemple pour montrer comme aujourd'hui, par contre, quelque chose a quand même changé. Qu'est-ce qui est devenu le Centre culturel suisse, par exemple? Le Centre culturel suisse est devenu une plateforme de Proelvesia pour montrer le produit de la culture suisse. Ils font un très bon travail, dans le sens qu'ils ont très bien quand même géré tout le côté exposition, etc. Mais je regarde à cette programmation avec une certaine angoisse. Je regarde à la programmation de beaucoup de centres d'art et de Kunsthallee avec une certaine angoisse, à vrai dire. Dans le sens que je sens qu'on est de moins en moins libre. Aujourd'hui, j'ai vécu une expérience similaire quand on parlait des espaces, enfin de ces initiatives à Paris, et quand on me parle de médiateurs et des médiateurs, des médiateurs, des médiateurs.
ça devient quelque chose de complètement oppressif. Vous savez très bien, si vous travaillez avec des artistes, que plus on met des médiateurs, et plus l'art, elle part ailleurs. Elle n'a pas besoin de toutes ces traductions, de tous ces... Et c'est quelque chose de... Moi, personnellement, j'en peux plus de cette complexification du système qui sert seulement à donner des plateformes, des travails apparents, parce que finalement, très souvent, il ne s'agit pas de travail qui nous permet de vivre. Et ça complexifie en posant toujours des layers, des nouveaux niveaux de compréhension d'une matière qui en soi est simple. Pour faire de l'art, on a besoin des espaces, on a besoin de sous, mais pas autant que si on commence à rendre tout comme professionnel. Alors, pour faire un dernier exemple, dernièrement, en septembre, je me suis occupé, septembre-octobre, du prix Kiefer édition de Genève. Et puis je me suis confronté avec un budget auquel je ne suis pas forcément habitué. Oui, j'ai déjà eu des événements à gérer de cette envergure, mais pour un prix avec 9 artistes qui exposent, j'avoue que c'était assez important. Et par contre, j'ai vécu tout ça, cet effet de la professionnalisation, et je l'ai vécu très mal. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que tout ce qui était normal, mais il y a vraiment quelques années, une association, par exemple, pouvait donner un petit salaire de 500 francs, de 1000 francs, à un gardien qui faisait le gardiennage, tout en sachant qu'il n'allait pas payer les cotisations, etc., parce qu'il y a juste une économie qui n'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai dû faire pour tous les gens qui ont travaillé pour ce projet, j'ai dû assumer une personne qui s'occupait des salaires. Ce qui m'a coûté, mais sans doute, quelque chose comme le double de ce qui aurait été le prix, pour une manifestation qui dure moins qu'un mois. Et je n'ai pas pu... Aber darf ich da mal nachfragen? Oui. Also, ich verstehe jetzt nicht genau, was das mit diesen Offspaces wirklich zu tun hat. Oder was willst du uns mit dieser Geschichte sagen, mit diesem großen Budget und den... Ça veut dire que c'est la réalité qu'aujourd'hui, la ville de Genève demande ce genre de certification à toutes les associations. Et de plus en plus, on sent on dit en italien il fiato sul collo, on sent que Effectivement, à Genève, depuis 2 ans, il faut des capacités administratives très fortes pour justifier les subventions qu'on reçoit, puisqu'on nous demande des contrôles assez forts et passer par des fiduciaires agréés au niveau fédéral pour valider les comptes quand c'est au-dessus de 50 000 francs, etc., etc. Tout ça parce que les associations sportives ont thésaurisé les subventions pendant des années. Et comme c'est le département de la culture et du sport, les mauvaises pratiques des associations sportives retombent sur la culture. Donc c'est récent, c'est la merde et c'est vraiment chiant. Mais je vais juste remarquer une chose. Non, on n'accepte pas tous l'argent de Nestlé, mais elle est partie. Tu citais Attitude. Ouais, effectivement, Attitude, Centre culturel suisse... présidence de la Fondation Nestlé pour l'art. Ça fait un joli tremplin, hein, d'un off-space à le pont de Pro Helvetia à Paris et à la présidence de la Fondation Nestlé pour l'art. Moi, Nestlé, j'ai des problèmes avec cette multinationale, c'est une chose. Qui finance des institutions, c'est pas un problème. Moi, j'ai aucun problème avec l'argent privé. Moi, je pense qu'il y a du mécénat, c'est important, les industriels, les banques, tout ça. Après, pour moi, il y a une problématique dans... quand on se considère comme un off-space, de savoir finalement d'où vient l'argent. Et je ne dis pas que l'argent public, il est propre, mais la problématique, elle est beaucoup plus assidue. Mais de nouveau, on revient à la discussion qui est insoluble, de définir ce que c'est un off-space.
moi, avec mon groupe d'amis, on avait 20 ans, on a géré un espace d'art indépendant. Après, on en a ouvert deux, le Shark, le Broom, sans fric. Nous, on a juste fait les lieux qu'on avait envie de faire. À un moment, on avait envie de fabriquer les lieux qui n'existaient pas, dans lesquels on avait envie de sortir. Et finalement, même aujourd'hui, moi, j'ai 41 ans. Pour moi, je suis out. Je ne sais pas ce que les jeunes qui ont 20 ans, qui veulent faire des lieux, ont envie, ont besoin. Et c'est pour ça que cette biennale des espaces d'art indépendants qu'on essaye encore de faire à Genève, cette année, on a invité des collectifs de jeunes artistes sans lieu. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de lieu à Genève. Donc ces jeunes, c'est difficile. Il y en a peu par rapport à avant. Il n'y en a pas beaucoup. Ou il y a d'autres stratégies. Et du coup, il y avait l'idée de donner la possibilité à des gens qui n'ont pas de lieu d'en faire des utopiques le temps d'un week-end. Mais c'est hallucinant. C'est qu'effectivement... sinon on se retrouve entre espaces tenus par des quarantenaires d'une époque qui est révolue, qui était l'époque des squats, qui est aujourd'hui terminée. On peut pleurer dessus pendant longtemps, puis on peut aussi se dire que l'eau a coulé sous les ponts et c'est différent, mais c'est vrai que chez les jeunes aujourd'hui il y a des velléités différentes d'exposer, de faire des choses, etc. Et je me demande, ces off space qui sont tous off, même les uns par rapport aux autres, ou même différents les uns des autres, comment c'est possible de kategorisieren, de determinieren. Wir haben hier schon länger, Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen aus dem Off spreche, es hat hier schon länger eine Frage, die wartet. Nee, ist völlig in Ordnung, genau, und sie möchte eine Frage stellen, deswegen habe ich jetzt reingeredet ein bisschen. Und dann würde ich aber auch vorschlagen, dass wir langsam zum Ende kommen und dann draußen noch informell weiterreden. Vielen Dank. Hier möchte ich gerade eigentlich dann anknüpfen an die Professionalisierung oder an die Offspaces, die die Jüngeren machen oder so, und eine Frage stellen, die sich richtet an diejenigen, die hier sind von der Hochschule Luzern. Und wie nehmt ihr euch denn wahr, wenn jetzt hier in dem Gebäude, hier auf diesem Viskosi-Stadt Brachfeld steht, und also wie versteht ihr euch da hier mit der Schule? So, ist das der neue Offspace? Also das ist, ich sehe irgendwo, man könnte da schon auch noch eine spannende Diskussion anzetteln, was jetzt hier die Schule für ein Katalysator, Potenzial wecken soll oder welche Ambitionen möglicherweise da dahinter stecken, wie, wo, was, keine Ahnung. Schule, nehmt ihr euch hier als Offspace wahr? Frage. Da, sehr schön, Peter. Soll ich die Kartoffel aus dem Pfanne nehmen? Okay. Nein, aber es ist klar, also wir sind absolut kein Offspace, es ist Hochschule, hochinstitutionalisiert, ging durch eine irre Reform im Laufe der letzten 15 Jahre, also von der Kunst zur Hochschule für Design und Kunst und so weiter. Oder? Aber was natürlich interessant ist, ist, dass das, was hier abläuft, ist auf einer politischen Ebene, wo man glaubt, dass die Schule hilft, diesen Stadtteil oder diese Region zu entwickeln, natürlich durchaus informiert ist an dem, was man kennt, wie das eben in den Offspaces, wie das funktioniert oder wie das in Zürich funktioniert hat. Also da waren ja auch sehr viele entsprechende Stimmen beteiligt, jetzt an Emmenbrücke, die genau darauf Bezug nehmen, dass man endlich jetzt hier auch quasi diese Creative City einführen kann und. Was wir können das nur versuchen, kritisch zu begleiten, also zum Beispiel mit den Studierenden des Masters, die letztes Jahr die Abschlussausstellung hier in Bezug auf diesen Ort gemacht haben, gab es ganz viele Projekte, wo eigentlich genau das analysiert wurde. Da gab es zum Beispiel einen Creative City Audio Guide Tour, also von einer Absolventin, die quasi da durch das Areal geführt hat, die dann diese ganzen einschlägigen Texte zu Gentrifizierung eigentlich da drin zitiert hat und so ganz charmante Illustrationen in diese grauen
Gebäude rein kopiert hat quasi, und da hat, konnte man das auf dem Video sehen, wie das eigentlich wird. Das war etwas, es hat etwas nihilistisch, also so pessimistische Stimmung im, insgesamt und so. Aber also das steht uns nicht zu, da quasi wie so Einfluss zu nehmen darauf, dass das verhindert hätte werden sollen. Also ich meine, das war eine Nylon-Fabrik, oder? Also die Geschichte wurde auch im Rahmen dieser Ausstellung zum Beispiel ziemlich gut recherchiert, oder was da für Arbeitsverhältnisse herrschten, was die migrantischen, also vor allem viele junge Frauen aus Portugal und Italien, die da beschäftigt wurden und zwar in einem Institutsheim da oben auf dem Hügel untergebracht waren und so. Also das sind ja auch alles Geschichten, wo man ja froh ist, dass die vorbei sind, oder? Also so gesehen muss man ja eher darüber nachdenken, ist das nicht besser, dass man jetzt hier als Schule quasi versuchen kann, also wie so eine kritische Perspektive auf Gesellschaft weiterzuentwickeln. Gabriel, auch noch von der Hochschule. Vielleicht, ich möchte einfach nur ergänzen, dass, weil implizit in der Frage liegt ja auch dieses Macht, eine Frage der Macht oder des Zugriffs auf Wissen, auf Strategie, und die Implikation, die eine Institution immer mit sich bringt, ist halt einfach, dass da andere Prinzipien jetzt herrschen, wie an der Selbstorganisation oder an einer Form, die eben mehr über Partizipation oder Gleichberechtigung von allen involvierten Akteuren mitspielt. Aber ich glaube, die Diskussion über Institution oder off ist hinsichtlich dieser Frage irgendwie vielleicht auch überflüssig, weil sich auch innerhalb Selbstorganisation oder selbstorganisierten Kontexten auch wieder Machtgefälle einspielen. Also es gibt auch immer Institutionalisierungsmomente innerhalb von off-Räumen. Es gibt Leute, die mehr durch Auftritt, durch Charisma oder durch Rhetorik auch innerhalb Selbstorganisation zu entscheidenden Akteuren werden. Also ich glaube, die Frage ist, wie falsch perspektiviert, wenn man sich einfach, das war ja auch ein bisschen Teil dieser Diskussion, wenn man sich einfach auf klare Positionen hingibt, die quasi auch Institutionen als stabil darstellen, weil ich glaube, eine Institution selber ist auch, also klassische Institutionen wie jetzt die Hochschule, selber ist ja auch nie stabil. Da sind ja auch immer unterschiedliche Akteure und unterschiedliche Strategien angewandt. So. Also ich würde es einfach nicht so klar skizzieren oder klar in zwei trennbare Bereiche. Jetzt, aber ich finde es eben interessant, auch jetzt für selbstorganisierte Räume, also sicher das Klingenthal oder wir jetzt mit dem Casco, wir täuschen Stabilität vor. Wir machen das als Fassadestruktur, damit andere dazukommen, Sachen zu machen, ohne diesen enormen Verwaltungsaufwand zu haben, und versuchen da so möglichst wenig kuratorisches Konzept dahinter zu haben. Und das ist, glaube ich, auch ein Bemühen in dem Austausch über die Selbstorganisation. Ich erlebe sehr, sehr viele, ganzes Netz von sehr lebendigen, auch die wirklich auch Rasse, Klasse, alles thematisieren, auch Sekundus sind oder tatsächlich noch nicht mal richtig eingebürgert, und die wirklich Kunst studieren und die wirklich was machen und wo es wirklich möglich ist, was zu tun. Aber das erlebe ich wirklich jetzt gerade und erlebe das auch als was auf mich zukommt in Bezug auf da gemeinsam eine Stadt zu formulieren. Ich glaube, das sind so die Tendenzen, die ich gerade vielleicht sehen kann. Und das mit den Institutionen, dass die Kunstschulen jetzt immer zusammen mit bedeutenden Stiftungen, denen viel Miete bezahlen für irgendwelche Wahnsinnsareale, die sie anscheinend unbedingt, wie heißt das jetzt, entwickeln müssen, das ist, glaube ich, gang und gäbe. Und das ist wenig Platz gibt, dass man in der Schweiz auch teilweise Sachen zurückkauft, auch in Hamburg, und dass es den Leuten ans Eingemachte geht, dass sie wirklich echt sich damit ausbluten, dass sie jetzt selbst die eigene, den Kunstraum zurückkaufen müssen, diese Kaserne in Hamburg zum Beispiel, das Frappant, das macht die Leute fertig, aber trotzdem ist es momentan eine Zwischenlösung, um nicht wie in San Francisco nicht mehr in der Stadt leben zu können, in der man eigentlich mal zu Hause war. Und deshalb ist momentan wahrscheinlich dieses Stadtzeugs extrem weit vorne und vibriert am meisten, obwohl es sicher nicht das Wichtigste ist. Also eine Frage wäre vielleicht noch zu, so als letzten
Hint, jetzt, wenn man noch den Bogen schlagen möchte zu heute, also zu den Referaten, also in den, oder auch jetzt anschließend, was Chris gesagt hat, dass es so eine, ob es eine Dringlichkeit halt gibt. Also in den 1990er Jahren wurde beschrieben mit Rostock oder mit dieser Wendesituation. Und dann war die Diskussion am Nachmittag, als in der Schweiz gab es das halt nicht. Also den großen Bogen oder die weltpolitische Situation, die so eine Dringlichkeit für so Selbstorganisationen, solche Projekte oder eben diese, mit Rostock, mit den Anschlägen, dass man so eine kulturelle Antwort auf diese Entwicklungen, also dass da so eine Dringlichkeit war. Und da ist die Frage, also wenn man jetzt vorhin so auch die Voten oder Diskussionen gehört hat, wo es mehr um Finanzierung geht, von wem nimmt man das Geld oder nicht, oder um formale Fragen fast so, also gar nicht so um eben Frage Klasse oder andere Inhalte zu lancieren in solchen Projekten, stellt sich die Frage, ob das historisch ist, also dass es heute einfach nicht mehr kein Thema mehr ist, also es keine so wirklich, dass Selbstorganisation etwas anderes als eine alternative Politik, eine alternative Organisierung, dass es heute keine Rolle mehr spielt, dass es halt in den 80er Jahren, also mit Ausstellungsraum OTE, da vielleicht eine Wichtigkeit, eine Dringlichkeit gab und jetzt heute halt nicht mehr. Und oder ob es, wie jetzt Chris auch vorhin erwähnt hat, ob es die Dringlichkeit eigentlich immer gibt. Also es ist eine sehr schwierige Frage. Und ich, so spontan würde ich sagen, wenn es eine Dringlichkeit gibt, dann würde ich sie da verorten, wo es um das Kollaborative geht, was Chris heute eben bereits erwähnt hat, und um den Diskurs. Also der Diskurs, der ist eigentlich, der ist verdrängt, den gibt es in den Medien nicht mehr, für diesen gibt es eigentlich keine Öffentlichkeit mehr. Und wenn er irgendwo noch stattfinden kann, dann glaube ich, ist es in diesen Räumen und in den Institutionen. Und da, glaube ich, sind die Räume viel dynamischer, beweglicher, vielleicht einfach auch schneller und wendiger als eben die Institutionen, die da vielleicht etwas träger sind. Und ich glaube, da, glaube ich, gibt es eine gewisse Dringlichkeit, spontan. Wenn man so eine Frage stellt, jetzt, du hast die 80er erwähnt, du hast jetzt irgendwie auf die 90er rekurriert, was Jochen erzählt, und das ist halt, man kann ja nie den historischen, gesellschaftlichen Kontext irgendwie außer Acht lassen. In welcher Zeit leben wir denn heute? Ich meine, wir haben so viel mit dem Neoliberalismus zu tun, so viel mit dieser Individualisierung, dass wir alle hier einzeln, jeder Künstler, jede Künstlerin, jeder Kurator, letztendlich irgendwie erstmal irgendwie um ein bloßes, sag ich mal, auch existenzielles Überleben, eine Clue. Wir haben gehört, die Künstlerpreise sind eigentlich gut, man kann in der Schweiz 10 Jahre überleben, aber letztendlich leben wir irgendwie in einer Zeit, wenn du sagst sozusagen, dass jeder irgendwie sich nur um praktisch praktikable Möglichkeiten irgendwie im Projekt oder sich selbst zu finanzieren. Wir haben ganz andere Zeiten als in den 80er Jahren, was aber nicht heißt, dass der Diskurs irgendwie nicht mehr oder eine Politizität und auch eine Frage von Solidarität und Kollektivität irgendwie außer Acht gelassen wird. Wir müssen sie bloß irgendwie wahrnehmen und das, was um uns herum passiert, jetzt gerade, ob das jetzt Ausschaffungsinitiative sind hier in der Schweiz oder ob das jetzt die Wahlen sind in Frankreich am Sonntag. Wir müssen irgendwie wieder eine Solidarität suchen und finden und auch eine Artikulation, worum es wirklich geht und um eine Frage von auch Zusammenleben in Europa und eine Frage, die jetzt Jochen auch nochmal mit seinem bisschen pieksigen Weitnis da irgendwie versucht hat anzubringen, irgendwo, wo sind diese Diskurse zu fragen, wie wollen wir zusammenleben in diesen Gesellschaften, die viel multipler geworden sind, wo es ums Teilen geht, wo es nicht nur, und trotzdem leben wir sozusagen in dieser kapitalisierten Logik, in der jeder auf sich selbst zurückgeworfen sind. Also dieses Dilemma, dieser Widerspruch, und der hat so viel, sagen wir mal, Exklusivität und Politizität, oder ich weiß gar nicht, ob es das Wort überhaupt gibt, aber okay. Moi, je pense que l'urgence, il y a eu celle des années 80, il y a eu celle des années 81, celle des années 82, enfin, il y a celle d'aujourd'hui. Je crois que ça marche pas. Ça marche? Si, si.
L'urgence, elle avance, elle change. Enfin, les raisons de faire, elles changent aussi. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, enfin, cette marche de l'histoire fait que les raisons de militer, les raisons de s'engager, les raisons de dénoncer à travers l'art ou les raisons de se mettre ensemble pour changer le monde, elles sont valables de tout temps. Enfin, chaque temps a ses propres raisons. Et pour moi, ces espaces d'art indépendant qui un jour ferment parce qu'il n'y a plus l'énergie des gens qui sont derrière, ou parce qu'il n'y a plus envie de dire quoi que ce soit, ou parce qu'il y a une lassitude, tandis que d'autres s'institutionnalisent, deviennent des institutions, qu'un processus qui, je trouve, est extrêmement indépendant, intéressant, pardon, c'est cette institutionnalisation des espaces off, parce que c'est la fabrication de nos propres institutions. Et que ces espaces institutionnalisés vont nécessiter des nouvelles alternatives qui vont venir justement de nouvelles générations dans un roulement toujours de continuité, de transformation. Et les espaces institutionnalisés, c'est hyper bien qu'ils existent, c'est les institutions aussi. Et puis que ces nouvelles alternatives viennent avec des nouvelles manières de voir le monde, avec des nouvelles propositions, nous apprendre des choses. Donc pour moi, j'ai pas de, pour finir avec cette histoire de nostalgie de comment c'était avant. Certes, avant il y a eu plein de choses, il y en a moins maintenant, mais elles sont différentes, elles ont aussi des qualités. Et puis moi, je suis persuadé qu'on peut pas sauver les choses de avant en espérant qu'elles durent pour toujours. Il faut juste accepter que les choses se transforment, que les urgences d'aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans le monde ne sont pas les mêmes. Et puis même si la Suisse est un tout petit pays entouré de montagnes au centre de l'Europe, avec les nouvelles technologies, voilà, on sait ce qui se passe. Et ça doit se refléter dans l'art ou pas. C'est le choix des artistes et c'est le choix des gens qui font de l'art.